Bar und Bier? Das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Warum das so ist und wie das kam, erzählt dieser Film. Herzlich willkommen in der Brauerei Bar, einer der ältesten Brauereien der Schweiz. Die Geschichte des Barer Biers reicht weit zurück in eine andere Zeit voller Zauber und Wunder. Im Zugerland erzählt man sich die Sage von den Erdmandli, jenen zwergenhaften Wesen, die sich in den unzugänglichen Höhlen der geheimnisumwitterten Barburg aufhalten sollen. Tief drinnen im Felsen im Erdmandli-Loch brauten die emsigen Kreaturen ihr eigenes Bier. Die Sage berichtet, dass die Mandli in der Nacht aus ihrem Versteck kamen und den frisch gebrauten Saft an die Bevölkerung verteilten. Doch es kamen nur diejenigen Barer in den Genuss, die mit ihren Nachbarn in Frieden lebten und den kleinen Braumeistern freundlich gesinnt waren. Was die Mandli nicht ertragen konnten, waren menschliche Streitsucht und Habgier. Tatsächlich stritten sich die Bewohner des Talbodens viel, gönnten sich gegenseitig nichts und strebten nach Besitz und Reichtum. Und so kam es, dass die Erdmandli eines Tages verschwanden und kein Getränk mehr vor die Haustüren lieferten. Bald vermissten die Menschen die kleinen Höhlenbewohner und sehnten sich nach dem selig machenden Trank. Daraufhin schlossen sich drei mutige Barer zusammen und begannen selber Bier zu brauen. Das bedeutete den sagenhaften Start der Brauerei Bar und des Barer Biers. Was ist dran an dieser Geschichte? Was ist historisch gesichert? Wie hat sich die Brauerei entwickelt und wer führt sie heute? 1862 wird die Brauerei Bar von drei Jungunternehmern unter dem Namen Bierbrauergesellschaft Herren Schmied und Steiner gegründet. Der Bau der Brauerei erfolgt 1863 an strategisch günstiger Lage im neuen Industriequartier gegenüber der Spinnerei an der Lorze, am heutigen Standort direkt am Mühlebachkanal. Schon früh pflegt das Unternehmen seine Kontakte zu den Vereinen, so auch zum hiesigen Männerchor, der seine Proben und Konzerte im großen Brauereisaal abhält. 1884 wird der Betrieb auf Dampf umgestellt und die Brauerei sichert sich das Wasserquellrecht und das Recht, im nahegelegenen Brauiweiher Eisblöcke für die Bierkühlung zu sägen. 1897 erhält Bar den lang ersehnten Anschluss ans internationale Schienennetz, was für die Brauerei neue Kundschaft, vereinfachte Transporte und geschäftlichen Aufschwung bedeutet. 1898 beschäftigt die Brauerei Bar 13 Mitarbeiter und besitzt zwei Pferdefuhrwerke für die Auslieferung des Biers an die umliegenden Gastbetriebe. Die Qualität des Barer Biers wird laufend verbessert und 1899 werden die ersten Flaschen mit Bügelverschluss abgefüllt. Flaschen kommen zwar immer mehr in Mode, aber der Großteil des Biers wird nach wie vor in Holzfässern ausgeliefert. Die Angestellten der Braui arbeiten 6 Tage pro Woche, beginnen morgens um 5, im Winter um 6 Uhr und arbeiten täglich 11, vor Sonn- und Feiertagen 10 Stunden. Damals ist es üblich, dass die Angestellten Biermarken erhalten, mit denen sie tagsüber eine bestimmte Menge Bier konsumieren dürfen. 1902 wird die Firma vom deutschen Brauereiakademiker Johann Georg Buck und seiner Frau Pauline Buck-Wilfort übernommen. Sie begründen die Dynastie Buck-Uster, deren Nachfahren die Brauerei Bar bis heute besitzen und betreiben. Die Bucks führen mit den drei Initialen BBB, Buck Brauerei Bar, ein erstes wiedererkennbares Firmenlogo ein. 1911 übergibt Buck den florierenden Betrieb seinem Sohn Christian, der später seine Cousine Dora Buck-Buck heiratet und mit ihr 4 Kinder aufzieht. Die Brauerei wird modernisiert und verfügt bis 1912 über ein Sudhaus, ein Maschinenhaus, einen Gär- und Lagerkeller, ein Kühlhaus, eine Fassreinigung sowie eine Abfüllhalle. Zur Förderung des Absatzes lanciert das Unternehmen eigene Werbemittel und lässt kunstvolle Kalenderblätter illustrieren. Im Ersten Weltkrieg schlittert die Braui in eine schwere Krise.
da sämtliche Rohstoffe rationiert und die Pferde und Lieferwagen konfisziert werden. 1918 kommt es bei der Bierherstellung zum endgültigen Stillstand, worauf Buck auf die Produktion von Most und das Dörren von Früchten umstellt. Nach dem Krieg kann sich die Brauerei Bahr rasch erholen und ihr Absatzgebiet in die Zuger Berggemeinden sowie in die Kantone Zürich und Schwyz ausdehnen. In weiser Voraussicht lässt Christian Buck große Vorratslager für Hopfen und Malz anlegen und steigt in den Handel mit Mineralwasser und Süßgetränken ein. Ab 1930 stärkt die Brauerei Bahr ihr Markenbild und wirbt erstmals mit einem Mandli, das zwei Biergläser stemmt und auf einem Holzfass reitet, auf dem das BBB-Logo eingebrannt ist. Den Zweiten Weltkrieg übersteht die Brauerei weitaus besser als den Ersten Weltkrieg, vor allem dank den im Vorfeld eingerichteten Rohstofflagern. Nach dem Krieg florieren neben dem Bier auch eigens produzierte Mineralwasser und Limonaden, die das Mandli-Motiv auf der Etikette zeigen. Ende der 1950er Jahre lässt die Brauerei Bahr dann das prägnante Logo mit dem grafisch abstrahierten Mandli kreieren, das fortan als Markenzeichen dient. Da die Eisgewinnung beim Brauiweiher nicht mehr praktiziert wird, nutzt die Dorfjugend das Eisfeld zum Schlittschuhlaufen. Ende 1953 formiert sich hier der Bahrer Schlittschuhclub, aus dem 1967 der Eissportverein Zug, der heutige EVZ, hervorgeht. Die Braui stellt den Hockeymannschaften nicht nur den Eisweiher zur Verfügung, sie lässt die Spieler im Sudhaus heiß duschen und sponsert die neuen Sporttaschen. In den 1950er Jahren kommen auf dem Braui-Areal einige Gebäude dazu. So der 28 Meter hohe Siloturm mit dem neuen Sudhaus und die Halle mit einer neuen Flaschenabfüllanlage, die 5000 Flaschen pro Stunde verarbeitet. Als Christian Buck 1962 stirbt, übernehmen drei seiner Kinder die Geschäfte. Christian Junior ist fortan für die kaufmännische Führung und das Marketing zuständig. Walter wird Braumeister. Und Dora Junior ist für die Kundenbetreuung verantwortlich. 1970 folgt ein weiterer Neubau, in dem sich ein Gär- und Lagerkeller, eine Kühlanlage, ein Fassfüller, Garagen für die Fahrzeuge sowie die Direktorenwohnung befinden. 1983 wird Dora Buck Junior mit 65 Jahren alleinige Geschäftsführerin. Ihr Sohn Kurt, hervorgegangen aus der Ehe mit Franz Uster, steigt 1983 als international erfahrener Marketing-Spezialist ins Unternehmen ein. Uster modernisiert die Brauerei laufend und lanciert Anfang der 1990er ein neues Erscheinungsbild und neue Biersorten wie das Goldmandli, das Hopfenmandli und das Erdmandli. Sein Sohn Martin übernimmt 2006 als Nachfolger die Geschäftsleitung der Brauerei Bahr. Die Strategie Think Global, Drink Local wird konsequent umgesetzt, wodurch das Bahrer Bier seine starke regionale Verankerung weiter ausbauen kann. Die Vermietung von Festmobiliar und die Unterstützung von regionalen Veranstaltern und Vereinen nimmt einen immer höheren Stellenwert ein. 2007 wird auf dem Areal der neue Brauimarkt, ein 450 Quadratmeter großer Getränkefachhandel, eröffnet. 2012 feiert die Brauerei ihr 150-Jahr-Jubiläum mit einem großen Volksfest, publiziert ein Buch mit der Firmengeschichte und eröffnet ein kleines Museum. Auf dem Dach der Brauerei wird 2018 eine große Photovoltaikanlage installiert, die 30% des Eigenbedarfs mit Solarstrom abdeckt. Mit dem Brauimarkt in Steinhausen erweitert die Brauerei Bahr ihr Einzugsgebiet und baut damit die Nähe zu ihren Endkunden weiter aus. Seit 1862 wird in Bahr Bier gebraut. Sorgfalt, Leidenschaft und viel Handarbeit stecken in jedem Produktionsschritt. Verwendet werden ausschließlich natürliche Zutaten. Das Bahrer Bier besteht aus bestem Bahrer Wasser, aus Hopfen, Malz und Hefe. Das Wasser wird unter anderem aus der Bahrer St. Martins Quelle gewonnen. Der Ursprung dieser tief im Fels liegenden Quelle wird im Kanton Schwyz vermutet. Der Hopfen stammt aus dem zürcherischen Stammheim und aus der zentralbayerischen Hallertau. Die getrockneten Hopfenblüten verleihen dem Bier die Bittere und die Würze, sorgen für Schaumstabilität und machen das Bier haltbar.
Das Malz, also das Getreidekorn, das kurz gekeimt hat und wieder getrocknet wird, stammt aus Bayern, aber auch aus der Zentralschweiz. Malz prägt das Bier bezüglich Farbe, Alkoholgehalt und Aroma. Die Usters fördern den Anbau von Rohstoffen in der Region und beziehen das für die Bierproduktion benötigte Gerstenmalz von Zugerbauern. Die Hauptaufgabe der Hefe ist es, den Malzzucker in Alkohol und Kohlensäure aufzuspalten. Am Anfang des Brauprozesses wird das Malzkorn in der Schrotmühle zerkleinert. Dann kommt das geschrotete Malz ins warme Brauwasser der Maischepfanne. Die Maische wird erhitzt, wodurch eine Verzuckerung eintritt. Stärke und Eiweiß wandeln sich um in lösliche Extraktstoffe. Danach wird die Maische in den Läuterbottich gepumpt, wo sich die Hülle des Malzkorns absetzt. Das Restprodukt nennt man Treber. Dieser ist als Futtermittel begehrt und wird an die Bauern in der Region verkauft. Dann kommt die Maische zurück in die Würzepfanne, wo der Hopfen dazugegeben und das Ganze nochmals aufgekocht wird. Jetzt gelangt die Maische in den Whirlpool, wo die letzten Rückstände mittels Zentrifuge abgeschieden werden. Auf dem Weg in den Gärkeller wird die Würze mittels Plattenkühler runtergekühlt. Dann wird der Würze Bierhefe beigegeben. Danach findet in den Gärbottichen die hochsensible Hauptgärung statt. Aus der Würze entsteht langsam Jungbier. Der Malzzucker wird in Alkohol und Kohlensäure zerlegt. Auf der Oberfläche formen sich nach kurzer Zeit Schaumgebilde. Diese Kräusen werden am Schluss abgeschöpft. Der Alkoholgehalt wird gemessen und das Jungbier in die unterirdischen Lagertanks geschlaucht. Im Lagerkeller passiert dann die Nachgärung des Jungbiers. Die Hefe setzt sich ab, das Bier wird klar. In der Filtration werden die letzten Trübstoffe eliminiert. Im Drucktank wird das Bier für die Abfüllung vorbereitet. Bei der Entalkoholisierung wird für die alkoholfreien Biere der Alkohol entzogen. Vor der Abfüllung wird das Leergut sortiert und für die Flaschenwaschmaschine vorbereitet. Dann durchlaufen die Flaschen die Waschanlage. Auch das ist eine Stelle in der Produktion, wo Wärmerückgewinnung stattfindet. Schließlich wird das Bier abgefüllt. 95% der Mehrwegflaschen werden retourniert. Eine Flasche ist durchschnittlich 60 Mal im Einsatz. Dann folgt die Etikettierung und Verpackung. Für die Gastronomiebetriebe mit Ausschank per Zapfhahn wird das Bier in Fässer abgefüllt. Am Schluss wird das Bier in Fässern und Harassen per Lastwagen in die Region geliefert oder direkt im Brauimarkt verkauft. Zum Wohl! Kaum eine Zugerveranstaltung, an der kein barer Bier ausgeschenkt wird. Es ist einfach Verbindung, ja. Man verbindet sich einfach mit Heimat. Seit Kind auf kenne ich die Brauerei. Mein Grossvater und Vater haben schon barer Bier getrunken. Blub, 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 blub. So habe ich Bier lernen können und gerne haben. Die anderen Bier habe ich nicht so gerne. Gutes Bier, schöne Feste zum Beispiel auch. Ich liebe das barer Bier. Vor allem das Dunkle habe ich gerne. Und ich finde einfach, die machen das super, schon so viele Generationen lang. Wir haben alle da stolz auf so ein Unternehmen. Natürlich Familie Uster. Barbier, ja, ist klar, Heimat. Trinken, wenn es immer geht, Barbier. Also ich geniesse es einfach. Und es gibt keinen Kopf noch hin. Ich finde das super, dass wir bei uns noch eine eigene Brauerei haben. Ich bin nicht nur stolz, dass ich ein Barer bin, weil ich ein Barer bin, sondern auch aufs Bier. Barer Bier. Ein echter Schluck Heimat. Willkommen in der Brauerei Bar.